Vollständig geimpft Reisende und Minderjährige aus Österreich, fast allen EU-Staaten und den USA müssen nach ihrer Ankunft in Großbritannien nicht mehr in Corona-Quarantäne. Nötig ist seit Montag noch ein Corona-Test, spätestens am zweiten Tag nach der Einreise. Die Buchungen für Flüge in die USA sind trotz der dortigen Restriktionen seit der Ankündigung um 300% gestiegen, so der Chef des Verbandes Airlines UK, Tim Elderslade. Er forderte aber zugleich die Regierung auf, mehr Länder auf die grüne Liste zu setzen. Wer von dort nach Großbritannien einreist, muss nicht in Quarantäne, auch wenn er nicht geimpft ist. Österreich befindet sich wie die meisten Staaten auf der gelben Liste. Allerdings plant die Regierung nach Informationen verschiedener Medien eine Änderung des Ampelsystems, mit dem die Reiseregeln für Länder angezeigt werden. Demnach gibt es Überlegungen, eine Zusatzkategorie zu schaffen, die anzeigt, welche Länder wegen der dortigen Corona-Lage Gefahr laufen, auf die rote Liste zu rutschen. Das würde bedeuten, dass Reisende nach ihrer Rückkehr verpflichtend in Hotelquarantäne und dafür bis zu 1750 Pfund pro Person bezahlen müssen. Das wenn umgerechnet um die 2000 Euro. Auch beliebte Reiseländer wie Spanien, Italien und Griechenland seien Kandidaten für diese Kategorie. Die gelbe Kategorie ist schon jetzt ein rotes Tuch für Reisende, so Elderslade. Dies reiche als unübersehbares Warnzeichen völlig aus. Gegen die Pläne gibt es zudem Widerstand in der Regierung sowie in der konservativen Partei von Premierminister Boris Johnson. Finanzminister Rishi Sunak soll den Regierungschef in einem formalen Brief dazu gedrängt haben, die neue Kategorie nicht umzusetzen. Ein solcher Schritt würde die britische Wirtschaft treffen und das Land im Wettbewerb um Touristen zurückfallen lassen. Die Opposition wirft der Regierung vor, ein Reise- und Grenzchaos zu verursachen.